Hallihallo, herzlich willkommen in einer wunderschönen neuen Folge. Weiter geht's mit dem Let's Play. Das sieht echt gut aus. Und dann machen wir jetzt mal los mit den Zeitvorspulen. Die Felder immer noch fertig werden. Und wir machen dann mal weiter. Wie sieht richtig schön aus. So, warte mal. Wir könnten ja noch was platzieren. Was kaufen. Und zwar eine Werkstatt. Warte. So, hier hin, so eine Werkstatt hin, oh. Alles klar, und da könnte ich jetzt mal das nehmen und dann einfach nochmal reparieren. Oh, da müssen wir dann noch mal ein bisschen. Ich will den Sound noch mal ein bisschen runterdrehen. Der ist ein bisschen laut. So. So, mal gucken. Nee, ohne Radio. Ja. Einfach nur so. So. Ah, hier kann man konfigurieren. Und Fahrzeuge verkaufen. Ah, hier kann man die, also, ah, interessant, interessant. Gut, dann gucken wir mal, was die Felder sagen. Die sind erntereif. Da kann man am frühen Morgen einfach mal anfangen. Dinger abzuernten. So, Drescher aufklappen. Ohne Helfer, Schneidwerk senken. Drescher anschalten. So. Müssen wir so ein bisschen was haben. Sieht man, dass man schön versinkt da drin. Schön cool gemacht. Rein. Auf geht's zum Dreschen. Dreschen, dreschen, dreschen.
So. Aber nicht nur, dass der Helfer jetzt mal das macht. Einfach mal dreschen und der Helfer soll auch nicht tanken. Helfer. Helfer, Helfer, Helfer. Tankbesprit aus. Dünger. Ja, gut. Schmutz normal. So. Geht schon. Ich bin am Überlegen, ob ich zum. Ob ich eine richtig schöne eine Maschine noch mal kaufe, wenn die nicht so teuer wäre. 176.000, die haben wir ja, die haben wir, aber dann die ist größere kaufen, einfach die hier. Boah. Ja, das ist die Frage, ob sich das lohnt. So. Ah, da kann ich gleich mit der Sackmaschine hinterher. So. Und dann nehmen wir eine andere Saat. Das hier. Und F und Position. Wunder. So. Macht aber schon einen Riesenwendekreis, ey. Das. So, da müssen wir noch mal warten, bis wir dann weiter machen können. Einen größeren Drescher wäre schon schön. Wahrscheinlich.
So, mal gucken. Mal das so hinkriegen. So, und dann an die Maschine an und dann gleich los geht's. Hier noch abtanken. Oh, alles klar, jetzt geht's. Alles klar, hat und hat er halt schon vollen Proton-Tank. Ich werde dich. Wie schnell da ist. So. Aber ich mache schon eine Überlegung wert, ob wir den größeren Drescher holen oder halt den größeren größeres Schneidwerk. Das warte. Das Diamant war nicht das hier. Das 47.000. Oder halt man. Ja, das ist die Frage, gell? Was macht man? Guck mal, ein Pickup 40.000, ey. Allein nur der Pickup 40.000. Ja, sogar nur Dünger hier. Ein Grubber kann ich eigentlich wegtun. Das spart einfach noch in Kosten. Ja, die Frage ist ja,
für einen haben wir? Wir haben den ja. Nee, den haben wir nicht. Aber den wird mir gerne haben. So. Oder der ja. Der ist mal wesentlich billiger. Der Akros 959 Plus. Der 959 Plus. 959 Plus. Das ist dann aus dem Marsch 959. Der ist bei 5 Meter. Ja, ich wollte ja schon gern. Also hier die Mod, gell? Hier bist du schon bei 10 Meter. Und das, was wir haben, ist bei 4,3. 4,3. Das Case 14F. Das haben wir einmal. Und das, was wir halt nächstes holen könnten, also das Case 2. So, das. Warte. So, das. Wir waren schon bei 10 Meter. So. Haben wir aber dann, wenn es soweit ist. So. Gucken. Maschine anschalten. Alles klar. Schnell das einfach nur weggesät ist, sondern einfach nur gesagt wird, der. Yeah. Nochmal so ein hübsches Foto gemacht nochmal. Und mal gucken, was dann am Ende rauskommt. Wie war bin da noch drin? Ach, da ist noch genug. Die Maschine zuklappen. Mal gucken. Ging einfach nur um das Schneidwerk einfach nur zu ersetzen und dann zu sagen, okay,
Hab eine größere Breite, werd schneller voller. Ist ja immer viel besser. Und das werde ich dann in der nächsten Folge machen. Pi mal Daumen. Ich werde jetzt noch das Feld noch fertig machen. Sieht nämlich schon wieder so aus, als ob es voll ist. Schnell mal einen Helfer drüber fahren lassen. Forstwirtschaft. Auf jeden Fall eine Forstwirtschaft. Eine so eine Kettensäge, am besten so ein Stiel, die ist geil. So, und weg damit. Na, fall um. Fällt wieder nicht um. So, mal gucken, schnell hier. Schnell Helfer ansetzen. Und los geht's. Ein Rohr öffnen. So. Nochmal zu. Klappen.
reicht schon, wenn du das so machst. Muss ja nicht doppelt sehen. Muss ja immer hier den Rand noch mal mitmachen. So. Auskippen. Halt. X. Volle Kanne dagegen. Ach, geht nur halt darum, dass das nicht stört an den Feldern oder so. Das ist das, was ich mir so gedacht habe. Und dann machen wir jetzt auch gleich Feierabend. Wir kaufen dann noch das hier und dann... Warum kann man das nicht verkaufen? Okay, alles klar, ich mach's anders. Garage. Kaufen den kleineren einfach. So, fertig. Und Info. So rücksetzen zum Händler. So. Wird mich veralbern? Passt denn nicht oder was? Ist klar. Dann verkaufe ich den gleich hier noch. So. Und werden wir mal schnell mal gucken. Garage passt der Excel-Flow 7130. Haben den ja. So, alles klar. Kaufen. Ja. So. Da haben wir jetzt endlich einen schönen größten Kurven. So, warte. Ha. Boah, Alter. Schneidwerk senken mit V.
Kann man da auch nicht die Räder ausfahren oder so? Nee. Ach, leider nicht. Hm, naja, gut. Na, dann machen wir uns zur Ausfahrt. Und dann wird ich uns hierher begeben und dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und ich sage dann fürs Erste. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Bye, bye.